Yamaha-Rahmenakku mit der Betriebsspannung von 36 Volt und der elektrischen Ladung von 13,6 Amperestunden lässt sich direkt am Unterrohr des Fahrradrahmens montieren. Es gibt ihn in zwei Varianten mit einer Kapazität von 400 Wattstunden und mit 500 Wattstunden. Beide sind miteinander kompatibel. Ihr könnt sie also jederzeit untereinander tauschen, ohne jedes Software-Update. In der Anzeige seht ihr jeweils die neu errechnete Reichweite. Das Gewicht für beide beträgt übrigens ungefähr 3 Kilogramm. Je nach Kapazität sind unterschiedliche Reichweiten für die jeweiligen Akkus realistisch. Bei der kleineren Ausgabe sprechen wir hier über etwa 70-80 Kilometer bei mittlerer Unterstützung. Vom größeren Akku könnt ihr durchaus 90 bis 100 Kilometer erwarten. Am Ende hängt es natürlich von zahlreichen Faktoren ab. Das Profil der Strecke, der Untergrund, die montierten Reifen, das Gewicht der E-Bikes, euer Gewicht, Richtung und Stärke des Windes sind nur einige davon. Bei diesem Akku handelt es sich um Neuware direkt von Yamaha. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass er zu 100% genau passt. Den Akku erhaltet ihr unbenutzt und in der Originalverpackung mit zweijähriger Gewährleistung. Dieser Rahmenakku eignet sich für alle Fahrräder, in denen ein Yamaha PW-Motor der Serien TE oder SE steckt oder ein PWX-Motor. Das trifft auf unzählige E-Bikes bis hinab zum Modelljahr 2014 zu. Dazu zählen Räder von Highbike wie Nora, Batavus, BH Bikes, Lapierre und Rayman. Obwohl Giant mit Motoren von Yamaha arbeitet, eignet sich der Akku jedoch nicht für E-Bikes dieser Marke. Zum Entnehmen des Akkus entriegelt ihr mit dem Schloss wie gewohnt das Rahmenschloss. Jetzt lässt sich der Akku nach links aus der Rahmenhalterung herausziehen. Fasst dabei relativ weit oben in der Nähe des Griffes an, dann geht das lockerer von der Hand. Den Schlüssel könnt ihr nur abziehen, wenn ihr zuvor das Rahmenschloss abschließt. Das Einsetzen funktioniert in genau umgekehrter Reihenfolge. Zuerst öffnet ihr das Rahmenschloss und setzt den Akku von links mit seinem unteren Teil in die Halterung ein. Danach drückt ihr sachte, weit oben anfassend, den Griff gegen den Verschluss, bis der Akku einrastet. Denkt daran, am Ende das Rahmenschloss erneut zu verriegeln. Aufladen könnt ihr das gute Stück unabhängig vom jeweiligen Ladezustand. An den verbauten Lithium-Ionen-Zellen zeigt sich kein Memory-Effekt. Habt ihr das Gerät komplett leer gefahren, dauert das Aufladen 3,5 Stunden für das kleinere und ungefähr 4 Stunden für das größere. Über wie viel Energie der Akku noch verfügt, erfahrt ihr durch ein Drücken des größeren weißen Knopfes auf dem Bedienfeld des Akkus. Danach erscheint für ca. 5 Sekunden der aktuelle Ladezustand. Nutzt zum Aufladen ausschließlich das originale Ladegerät von Yamaha. Wie üblich lässt sich der Akku direkt am Fahrrad oder auch separat laden. Einfach die Abdeckklappe öffnen, den Stecker vom Ladekabel anschließen und das Ladegerät mit einer Steckdose verbinden. Das dazugehörige Kabel misst insgesamt fast 3 Meter. Damit kommt ihr also auch bequem an entlegenere Steckdosen heran. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlöschen alle Lampen der Akku-Ladestandsanzeige. Dann könnt ihr das Ladegerät wieder vom Netz nehmen und anschließend den Ladestecker herausziehen. Etwas Vorsicht dabei, beim Stecker handelt es sich um eine Bajonettbuchse. Ihr müsst also den Sicherheitsring zurückziehen und dann gleichzeitig am Stecker ziehen. Falls ihr zum Akku noch weiteres Zubehör braucht, zum Beispiel weil das Rahmenschloss getauscht werden muss, schaut einfach mal in unserem Shop vorbei. Dort findet ihr neben einem neuen Schließzylinder auch Abdeckkappen, Motorkabel, Halteplatten für den Akku für oben und unten sowie Aufkleber.